Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sniper Elite 4. Warum lachst du? Hallo. Ich will auch mal durchsuchen. Das war meine Leiche. Jetzt das ist meine. Nein. Es ist... Gut. Wie ging das denn gleich wieder? So und so. Was wollt... Achso, Lieferung heraus. Auf dieses Schiff irgendwie hier gehen. Halt, falsche Waffe. Oh, jetzt wollte ich Adlerauge aktivieren, damit ich Hinweise finde. Scheiße. Ich spiele so viel What's That, ey. Ja, hier, jetzt gib mir mal einen Hinweis. Wo geht's denn her? Komm. Ja. Man kann bestimmt hier irgendwie. What? Wow, das war knapp. Vielleicht doch nicht hier auf diesem Schiff, vielleicht doch anders. Warte, ich muss hier erstmal. Oh nein, da ist jemand gestorben. Oh, der arme Typ. Krass, dass aber jetzt nicht mehr die komische Sicht kam, ne? Bin fast überrascht. Ja, darum war ich auch gerade ein bisschen überrascht. Das war mit einem Sniper, oder was? Ja. Und das ein anderer Sniper auf der anderen Seite der Map, Alter. Da drin ist es bestimmt, da ist es. Ich glaub's auch. Interagieren. Hast du es gefunden? Tatsache. Okay, yes. Dann Map öffnen und Waffen. Ach, den Panzer da unten müssen wir noch zerstören. What? Müssen wir. Ja doch. Hä, hey, aber. Hä, hey, den haben wir doch schon zerstört, oder? Moment. Verstehe oder ist der nur? Wow. Oder ist der jetzt nur irgendwie leicht beschädigt geworden durch zwei Minen? Ja, es könnte natürlich sein, dass man es einfach nur hinlatschen muss. Was? Er tritt noch den Turm. Aber ja, er kann nicht mehr fahren. Aber er kann noch schießen. So ein Kack. Ich bin hier voll im Labyrinth, Alter. Ich laufe hier gerade voll die Scheiße zusammen. Ich komme noch nicht hin. Ja, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ah, da. What? Warte, ich versuche mich da mal hinten anzuschleichen. Wow, fucking hell! Shit hat's mich gerade gemacht. Oh, mein Herz. Also Geschützturm ist aus. Ja, und geht auch gleich in die Luft. Eigentlich total unrealistisch, dass du dann mit Sniper-Gewehr durchballern kannst, ja. Ja, eigentlich soll es ja genau durch die Schlitze da gehen. Das ist es ja. Das sind das so Schlitze, wo sie rausgucken. Aber die Tötungscam ist halt dann verbuggt oder kaputt. So, da lang. Ja, da liegt was. Was? Das glänzt richtig. So. Ey, das sind noch richtig viele Gegner gerade, ja. Ja, die Gegner interessieren mich nicht. Wir müssen jetzt zu den Waffen ausschalten gehen. Yeah, 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 yeah. What? Ja, da hätte ich doch voll gesehen, der Typ. Nö, hat aber nicht. Also ganz kurz, so ganz wenig, aber ich war schnell genug weg eigentlich. Da ist einer nicht markiert. Ich habe fast keine Munition mehr. What?
Oh, meine Muni ist alle. Not gut. Ups. Ich hätte gedacht, er hat keinen Helm aufgehabt. Hab ich wohl nicht gut gesehen. Muss mal ein bisschen hier ein paar Leute durchsuchen, weil ich echt keine Muni habe. Ach, kann ich nicht durchsuchen? Was? Das kann ich nicht durchsuchen. Ah, Mann. Aber erstmal das, die da hinten da. B. Erstmal cured. Feindsucht. Wieso suchen die jetzt? Ach, der da hinten am Arsch der Welt. What? Was ich, da kommt einer. Tschüss. Oh Mann. Toll. Jetzt muss ich die Mine da wieder wegmachen. Falle entschärfen. Ach so. Ja, hättest du was gesagt. Sehr nützlich. What? Ja, jetzt hätte ich es auch dran lassen können, die Falle, verdammte Axt. Was noch her und da? Hm? Hey, wieso sind die da? Überall mit Fragezeichen, auch die da hinten. So. Ein bisschen Munition. Ich brauch ein wenig. Ja, das ist aber doof, diese Unterschallmunition da, ne? Richtig doof, weil die kriegst du nicht von Leichen. Das ist ein Riesenproblem. Oh. Also manchmal stimmst du schon. Und am Orgasmus gefühlt. Ah. Ja, wirklich. Oh, da ist keiner. Wird das auch, ja. Alter, hast du gerade versucht, auf den zu schießen? Nee, ich versuche auf dieses Licht zu schießen. Ah, jetzt. What? Ach, da schaut her, der Typ. Na, warum tötest du die ganze Zeit meine Opfer? Wow. Oh Gott, das sind Schwerfer. Auf der Pirsch. Ich suche immer nach. Unbedingt kümmerst du dich hoffentlich, der da gerade da so. Oh, das sind mehrere. Ja, das ist immer ein Problem. Augenblick mal. Da fehlt doch jemand. Oh, da fehlt jemand. Hast du das gehört? Das haben sie gemerkt. Die rennen alle rein. Die rennen rein. Die kommen rein! Scheiße! Wer ist das? Ja, ich hab's ein bisschen abgelenkt, damit sie nicht zu dir kommen. Ich bin schon wieder rausgelaufen. Oh, was? Oh. Du fantasierst! Du fantasierst! diese Synchro richtig geil von den deutschen Soldaten. Jetzt rennen sie wieder rein? What? Hast du dich wieder bemerkbar gemacht? Ich kümmere mich mal um den Offizier da oben. Wo ist denn der andere jetzt? Oh, Gottes Willen! Lol, wieso sieht er mich? Ist mich. Ja, du fantasierst! Mehr werde ich hier nicht finden. Hoppala. Du fantasierst, oh yeah! Oh yeah. Oh, wieso sind die. Goodbye! Der Offizier wurde getötet! Ja, ja, so schnell geht's. Ich entsorg mal die Leichen, alle, ich schmeiß die gerade alle ins Wasser. Goodbye. Also beim Zurücklaufen, der nicht mehr finden. Ah, Stolpermine. Ah, ne, der kommt gerade runter. Ah, Scheiße. Oh no, wieso kommt ihr denn jetzt runter?
Hast du es gehört? What was that? Come to me. Hack und zack. Das kratzt an meiner hier Treffergenauigkeit. Wenn es nicht gleich beim ersten Mal funktioniert. Na Gott, das will ich ja doch auf dem. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Es ist nur ein Messer in den Rücken. Kein Grund, sich aufzuregen. Scheint alles gewesen zu sein. Oh, Schnüppelitz. So, komm mal her. Bist du schon mal geschwommen heute? Ganz gutes Wetter dafür. So. Hi. Bleib mal unten. Ja, ich sehe es gerade. Sehr gut. Hast du die Leiche da entsorgt? Nein, hat er nicht. Ja, das ist, sorry. So. Hier. Super Wetter. Eine Runde schwimmen. So. So, Map. Und dann brauchen wir Suchscheinwerfer deaktivieren. Yep. Können wir von hier drauf schießen? Das wäre so nice. Oh, man könnte sogar drauf schießen, ne? Echt? Wird ja, sogar rot angezeigt. Soll ich drauf schießen dann? Probier's mal. Hey, cool. Das ist es. Gut. Super. Gebiet durchsuchen. Leute, da drüben waren aber zwei Leute irgendwie. Ja, keine Ahnung, warum die es mitbekommen haben. Lauf mal halt da lang. Komm schon, ich sehe den doch. Ich möchte ihn markieren. Markieren, markieren! Oh, das sind aber viele Fahrzeuge. What? Oh shit. Hm? Da kommen gerade ganz schön viele dahergerannt. Gott, ja, also. Die Panzer dürfen uns nicht steigen, sonst ist es heftig. Nur mal das Licht hier aktiviert, da kommt einer. Haha, da kommt der zweite auch noch. Das ist nicht gut. Warte auf mich, ich habe Angst alleine. Dass die immer zu zweit rumrennen müssen. Das ist echt traurig. What? Ja, natürlich. Warte, der andere hat mich nicht gesehen. Geh weg, geh weg, geh weg. Muscle gehabt, weil das so ein Fetter ist mit Rüstung. Gut, also die KI ist manchmal echt richtig dumm, Alter. Du killst ihn irgendwie in der Tür. Die Tür ist ein bisschen im Weg. Ja, wird wohl nicht sein. War was? Hier ist nichts. Na, wie fühlt sich das an? So, ich da. Oh, oh mein Gott! Ah, das ist, wo kommt die? Deckung aufgeflogen. LOL! Wo kommt die denn auf einmal? Oh, nicht Neustadt, nein. Was? Oh, hä, lol, wo kam die her? Die hab ich echt gar nicht gesehen. Ich tu grad die Leiche auf. Hier auf einmal. Hä, wo kam die her? Wo ist der zweite, Alter? Ja, der kämpft gerade. Ja, wie machen wir das? Weil die immer zusammen wie so ein kleines
verschissenes Pärchen. Oh, lass mich nicht alleine. Ich habe Angst alleine. Oh. Müssen wir irgendwie gleichzeitig machen. Aber die kommen ja da wieder raus, oder? Oder ja. Warte, ich mach's anders, warte. Oh, ich wollte einen Stein werfen. Da hinten, lauf. Oh. Lalalalalala. Das ist ein sehr guter Ort da hinten. So. Na, können wir vielleicht sogar ignorieren den Typen da hinten, dass man das Wort weggeht? Mal leise kann ich nicht mehr schießen. Ich auch nicht, nur einen Schalldämpfer. Aber der kommt noch zurück. Das sehe ich. Warte. Ein Geräusch. Ja, passt. So. Mehr nicht. Tja, dann eben nicht. Ich muss sagen, ich bin in der Hinsicht bei dem Spiel froh, dass die Deckung nicht sofort aufgeflogen ist, nachdem die rot markiert ist. Also das hasse ich ja in Spielen, ne? Ja, ich auch. Die machen noch keinen Funkspruch. So. Komm nicht mehr dazu, irgendwas Moment, zu sagen. Was? Moment, oh Gottes Willen, ich weiß, woher der kommt. Hä? Wieso auf einmal? Das verstehe ich. Du hast sie da hinten gekillt. Aber ich habe die Leiche weggeschmissen. Immerhin. Nimm schon Recycling. LOL, Alter! Bleib doch mal stehen! Natürlich! Hä? What the fuck? Ah, jetzt. LOL, Alter. Die haben das Pfeifen vielleicht von vorhin noch gehört. Ach, ne. Niemals. Holy shit. Oh, shit. Oh, da hätten wir jetzt eine Sprengfalle hinhauen sollen. Wow. Ach, die Leiche. Scheiße, die habe ich vergessen. Wo ist jetzt wieder Leiche laut? Oh mein Gott. Oh nein. Mein Gott, eine Leiche. Oh, diese KI in diesem Spiel. So stehen bei der Leiche, drehen sie sich um und liegt noch eine Leiche. Oh mein Gott, eine Leiche! Stehen aber nicht bei der Leiche. Die sie vor 10 Sekunden gesehen haben. Warte kurz, gehen alle auf eine andere Richtung. Vielleicht können wir da einen. Wenn ich einen rausnehme, die werden doch. Ja, 100 Pro, also das. Aber ich könnte einen mit einem Headshot rausholen. Oder die mit einer Tellamine dafür sehen und dann, keine Ahnung. Ich nehme mal die Leiche auf. Ich lasse die Leichen jetzt mal verschwinden, sodass sie nicht nochmal sagen: Oh mein Gott, eine Leiche! So, ich probiere das jetzt mal mit einem Stolperfalle aus hier. Ach, das ist so sinnlos! Entdeckung? Ah, die kommen! Ah, komm. Hast du das gehört? Es laufen alle gleichzeitig rein, ja. Wow, nice. Okay, der war wirklich hilfreich, das muss ich so zugeben. Das ist so gut funktioniert, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht eigentlich. Ja. Das war schon nice jetzt, also. Aber ich habe gehört, die wollten unbedingt alle mal eine Runde schwimmen gehen.
Da muss da. Da müssen wir den Gefallen schon tun noch. Ja, die Fische wollen ja was essen. Yay, Paten, Paten, ich will Paten. So, Map. Okay, jetzt müssen wir wieder da hoch. Da haben wir jetzt eigentlich waren das fast alle dort oben, ne? Jo. Ich finde es krass, dass die Explosion jetzt anscheinend irgendwie keinen da irgendwie. Nö, das ist nicht so schlimm, aber das Pfeifen aus 3 Kilometern, da kriegen sie schon Panik. Also Explosion, das ist doch Standard. Ich meine, Krieg, hallo, da explodiert ja alle 5 Minuten irgendwas. Aber beim Pfeifen, ne? Ja, beim Stein und beim Pfeifen, da wäre ich vorsichtig. Also das kommt nicht häufig vor im Krieg. Deswegen ist das ungewöhnlich. Hey. Was? Wow, wo kommt der her? Da oben ist einer. Hab alles gefunden. Yeah. Oder. Nee, wir müssen jetzt keine Rucksackladung bei jedem Panzer dran pappen, oder? Nee, es ist ja. Es wird ja schon nichts sein, oder? Ja, ich denke auch. Der chillt da bloß. So. Oh, dieses Licht, Alter. Das fällt richtig schon hardcore oft. Da kommt einer raus. Ah, da hat keiner Helm auf. Nein. Meiner. Achso, ja gut, dann mach. Wow, irgendjemand hat mich fast gesehen. Der ganze hinten hat das gesehen. Really, Nigga? Gottes Willen, war das scheiße geschossen. Ja. Guck mal, dein Kollege, der fühlt sich so einsam. Ich bring ihn auch mal dahin. Kann ich mal ein bisschen kuscheln. Oh, diese Ausdauer von einem Elite-Soldaten. Ne, er ist ja ein Camper, da hat er keine Ausdauer. Wow. Wo rennt denn der jetzt hin? So. Wow. Hallo? Hallo? Hi. Hi, Bitch. Hi. Die gehen bestimmt niemals da runter, oder? Ah! Ja, der liegt da gut. Unten bleiben! Oh, was? Was? Wer sieht mich? Warte, da hinten. Da wäre nö, ne? Doch, direkt. Achso. Ne, ich meine, ob da noch einer ist. Ja. Nein, so. Das ist ja gerade aus dem Ding. Der liegt doch gut, finde ich. Was müssen wir hier eigentlich machen? Gebiet durchsuchen. Impfstoff. Finde den. Ah, da kommt gerade einer runter. Oh Gott, das will ein scheiß Licht. Na, der andere kommt auch noch runter.
Du. Ich kann nicht schwören, ich hab was gesehen. Ey. Okay, klar, die haben das Licht angeknabbert. Warte, ich lock ihn her und dann müsstest du ihn eigentlich ganz gut. Ich hab da was gehört. Er hat mich gesehen. Okay, merkwürdig. Okay. Naja. Ich hol mir den da oben mal. Huch, was liegt denn hier? Wow, ich werd fast gesehen. Wow. Auf alle Fälle war das der Impfstoff. Ja. Was war das? Oh, jetzt kommt der runter. Alles klar. What? Schau mal, das Licht ist ausgegangen. Hey, wieso läuft er direkt zu dir? Alter. So, dann eigentlich noch Informationen finden. Also die ganzen kleinen Nebenkacke haben wir schon gemacht, oder wie? Ja, Tatsache. Nice. Müssen wir da jetzt in den Tunnel rein, oder kommen wir da einfach... Oh, nee, ist das gut. Ich glaube, wir müssen in den... Was? Nicht in den Tunnel? Okay. Oh, das wird interessant. Hast du ihn sabotiert, oder? Oh, wundervoll. Mein Gefühl irgendwie nach 5 Minuten mal Boom. Das wäre ja ganz cool, dass nicht sofort jemand hinläuft, sondern dass so nach einer gewissen Zeit eigentlich dann erst so anspringt. Kannst dann zwar schlecht planen, aber... Den hole ich mir. Oh Gottes Willen, da steht er direkt vor mir. War nicht gesehen. Schade, dass man nicht so ein schnelles Schleichen machen kann. So ein bisschen schneller. Hm. Wenn ich den hole, muss ich... Achte mal auf den hinten, nicht, dass der da... Der ist... What? Das hört er wieder nicht. Lalalalalala. Lol, dass der das nicht... Lol, da war direkt einer daneben gestanden, der noch nicht markiert war, ne? What? Ehrlich? Hä? Hm. Der hinten war halt da noch. Der direkt neben mir ist. Der Punkt. Warte, ich bin noch nicht so weit. Ich mag den irgendwo hin tun, wo kein Licht ist. Ach, da. So. Hä, wieso hören die das aber nicht mehr? Wow! Warte, den kriege ich. Scheiße, der andere kommt aber gerade direkt in die Richtung. Nee, das geht nicht. Das sieht er. Das wird er sehen, der andere. Aber markieren kann man mal. Aha. Dann holen wir uns mal den Offizier. Bin hier schon unterwegs. Also den einen kann ich ja auch rausnehmen, also wenn du kurz davor bist, den dir zu holen, dann... Ja, doch, immer noch. Also Offizier, bin dabei. Der andere ist tot. Offizier auch. Mal schon mal durchsuchen. Dressierkommission des Aufsehers gefunden. So, Leiche. Das Coole ist ja, dass dann der Tresor noch auf der Karte angezeigt wird. So. Habe ich jetzt eigentlich mit dem Gewehr? Aha, okay. Aber habe ich mit dem jetzt. Mit der habe ich keine Unterschallmunition. Alles klar. Ja, ich habe auch wieder vergessen, da. Für die Pistole das mal mitzunehmen. Was, für die Pistole? Ja, für die Pistole kann man auch Unterschall. Ja, aber der hat doch von Haus aus einen Schalldämpfer. Ja, man kann da trotzdem noch irgendwas machen. Da, gewöhnliche Munition, Unterschall. Hm. So, dann haben wir... den da. Ja, tun wir mal hier die
Das Lichtlein. Achso, das haben wieder alle gehört, oder was? Wenn das Lichtlein kaputt geht. Oh, shit. Da drüben, da bewegt sich was. Scheiße. Alter. Holy shit. The fuck? Der Typ geht mir ein bisschen gerade auf den Keks. Der bewegt sich, dreht sich immer genau in der Sekunde um. Der hat ein Talent dafür. Wo ist denn der jetzt? Ach, da hat er. Ach, jetzt ist er auf dich konzentriert. Oh ja. Lenk ihn weiter ab. Warte, ich gehe auf ihn rauf. Lol. Hi. Alter, wie der geschrien hat gerade. Ja, weil er hat sich. Aber er hat sich. Ich stand hinter ihm und dann hat er sich umgedreht, ne? Also. Das meine ich ja, also. Zufall? Ich glaube nicht. Zufall? Ich glaube nicht. Uppala. Es läuft jetzt darüber. So. Ja, ich habe da wieder zwei Gegner, das ist wieder. Wobei, jetzt geht der eine. Bleibt in Deckung. Natürlich, jetzt geht er los. Die anderen zwei. Ah, die sind beide bei mir. Ja, da, da ist einer. Und da ist einer. Oh, der eine geht weg, das ist super. Hm? Nein! Ja. Oh. Oh, das wäre jetzt beinahe schief gelaufen. Genau als ich aus der Tür rausgehe und direkt, wo ich unterm Licht stehe, weißt du? Genau dann. So, dann auf zum Funkdaggerat. Ich mach da mal hoch. Oh, da gehe ich nicht hin. So. Ah, da hoch, okay. Ich warte dann lieber mal, bis du da bist. Ja. Bevor ich da Funk absetze. Nicht, dass wir dann irgendwie verschwinden müssen und dann ist der Kack am Rampf. Also vielleicht musst du einsammeln. Oh, Alter, wie weit vorne warst du? Ja. Holy moly. Ja, du bist da. Jetzt geht's los. Ist total unnötig. Wir haben eh schon alle ausgeschalten. Da ist ja keiner mehr. Ach komm. Erstmal war da keine mehr. Dann die Panzer haben wir auch alle zerstört. Also eigentlich. Ja, nee, also Panzer zerstört haben wir nicht. Da waren noch welche umgeflackt. Unbesetzt. Ja, stimmt, die. Stimmt. Bei deiner Genauigkeit weiß ich genau, dass du da immer versucht hast, sie herzulocken. Ach ja. Dam, 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 dam.
dum dum da da dum 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 dum. So, direkt in die nächste Mission, würde ich sagen. Mhm. Kloster Abrunza. Moment. Ja, doch. Genau. Was Neues kann ich nicht freischalten. Ah, warte mal. Ich nehme Unterschaltpistolenmunition her, bitte. Ah, ja, oder? Genau. Das kann man. Ja, ja, das ist ja die Standardmunition von dem Ding. Nein, ich habe Unterschaltpistolenmunition extra gekauft und mitgenommen, aber ich kann es, glaube ich, nicht benutzen. Hä? Hey. Also ich konnte es bei meinem Pistole nicht. Na gut, aber die Pistole ist auch so schon gut. Ach, scheiß drauf. Unterschallpistolenmunition, vielleicht Pistolenschild. Ja, ich glaube, das ist aber, wenn du eine andere Pistole hast, die nicht diese Schallgedämpfte hat. Ah, ja, 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 ja. Das ist eine gute Idee. Mähst dann du, kann ich das eigentlich raushauen. Ich möchte raus. Komm, komm, weg, weg, weg! Eigentlich braucht man das Heilen auch nicht, weil, wenn wir entdeckt werden, starten wir, machen wir sowieso Neustart. Also, dann nehme ich lieber vielleicht mal so Telamin nochmal mit. Oder? Ja, warte, nehme ich auch Telamine mit. Und Verbande und sowas findet man eigentlich die ganze Zeit in so. Oder, achso, die Stolamine war irgendwie auch geil. Ich nehme noch eine Stolamine. Ja, die wollte ich auch gerade sagen. Dann nehme ich auch nochmal eine mit. Was ist das andere? S-Mine. Ich dachte, das ist zum Drauftreten, ne? Mhm. Ja, doch, das glaube ich. Ich bin. Was? Granate brauche ich eigentlich nicht. So, ich bin da voll ausgerüstet. Ja, ich schach. Wenn es gehen würde, würde ich einfach alles mit Unterschallgewehrmunition voll kleistern. Ja, ich auch. Aber geht leider dann, nicht. Dann starte ich, okay. Ja, starten wir mal. Kloster Abrunza. Ja, jetzt von Nonnen erschießen. Nein, Spawn. Werft ist der Beweis. Der Bau von Kesslers Rakete muss in vollem Gange sein. Die gefundenen Bauteile lassen keinen anderen Schluss zu. Sicher, wir haben die Operation vereitelt. Aber wie viele dieser Komponenten wurden bereits nach Allagra verschifft? Wie nah stehen die Nazis vor der Massenproduktion der neuen Rakete? Eins ist ganz sicher. Die Mafia hat an der Werft gestohlen. Eine Verbindung, die das OSS gern ausbauen würde. Insbesondere aufgrund ihrer Verstrickung in die Operation Husky, der erfolgreichen Übernahme Siziliens. Weaver möchte, dass ich mich mit Salvatore Di Nelli treffe, einem berüchtigten Mafia-Boss, um ihn zur Zusammenarbeit mit Alliierten und Partisanen zu überreden. Allerdings hat alles seinen Preis. Alle. So. Und wie sind wir hierher gekommen? Naja, gut. Ist das jetzt so ein Unterschlupf? Kann man hier mit irgendjemandem reden? Nee, oder? Ja, ich versuche hier gerade jemanden zu finden, aber... Ich gehe mal in den Oberstockwerk, schau mal oben nach. Ah ja, da ist jemand. Hallo. Ich gehe mal auf den Balkon. Ein 1913. Monte Nasca. Giorno felice. Signor Di Nelli? Einfach Salvatore. Das genügt. Sind wir nicht auf derselben Seite? Wir haben gemeinsame Feinde und möchten Ihnen helfen, sie loszuwerden. Das würde mich freuen, mein Freund. Beginnen Sie mit Piero Capo, dem Anführer der Schwarzen Brigade. Der Mann ist ein Barbar. Ist er das? Das Kloster ist voller Kunstwerke, Gemälde, Skulpturen, wunderschöne Arbeiten. Aus zuverlässiger Quelle weiß ich, dass Capo sie loswerden will. Verkaufen? Selbstverständlich. Solche Schätze würden auf dem Schwarzmarkt einiges einbringen. Wenn wir wüssten, wie er sie verschieben will, könnten wir etwas dagegen unternehmen. Natürlich. Echte Freunde können wir nur werden, wenn sie Capo ausschalten. Also, verstehen wir uns? Klar. Verstanden. Gut.
Capo trägt einen Rosenkranz, den er von seiner Mutter hat. Er legt ihn niemals ab. Bringen Sie ihn mir, damit ich weiß, dass der Job erledigt ist. So, jetzt gehe ich auf den Balkon. Ah, oh, ist das schön hier. Oh, ich mag Italien schön. Irgendwie. Ich wollte so like. Oh. Ich wollte runterspringen. Auf diesem Weg werden uns die Panzerabwehrwaffen dezimieren. Sind Sie sich sicher? Die Deutschen. Momentan ist alles ruhig, aber seit knapp einer Woche schießen sie hin und wieder. Könnte jeden Moment weitergehen. Besser, sie schalten sie aus, Karl. Ja, hat er bei dir auch einen Satz abgebrochen? Ja. Ist die Deu... Und dann kommt genau. Ah, der Scharfschütze. Sie wollen unser Freund werden. Der Krieg sorgt für seltsame Bündnisse. Das Kloster ist Capos Königreich. Um da reinzukommen, müssen Sie den Burgberg ausschalten. Der Burgberg bewacht das Kloster? Mhm. Passt ins Bild. Dieses Kloster wird wirklich sehr gut beschützt. Das ist wegen dem Abt. Er hat den Faschisten geholfen. Sie unterstützt. Nur um sein geliebtes Kloster und die Schätze zu schützen. Wie gesagt, seltsame Bündnisse. Also ganz ehrlich, also die Synchronisation ist furchtbar und dann aber auch noch dieser Ton, weißt du, als wären sie die ganze Zeit in so einer blöden Halle. Das ist ja, genau, das ist... Naja. Ist hier noch irgendwas? Noch irgendjemand reden oder sowas? Sammelobjekte? Ne, ich glaube, hier ist nichts mehr. Dann starte ich die Mission. Na, halt mal Karte angucken schnell. Ah, okay. Oh ja, da kommen wir vorne erstmal alles. Oh, ich glaube, das ist mal gar nicht mal so wenig. Ja, Abt überprüfen, oder? Direkt. Ja, genau. So. Ja, das sah wirklich gerade so aus. Keine Zeit, die Landschaft zu genießen. Oh, also gefühlt irgendwie ist es schon noch weit weg, das finden und Capo erledigen. Ja, das ist ganz schön. Erstmal Unterschallmunition wieder reinhauen. So. Ah ja. Hallo? So, oh, Assassin's Creed. Jetzt springe ich auf dieses Fenster und kletter dann hoch. Hey, wie komme ich hier? Ach da. Wie komme ich hier runter? Ah. Das ist, ah, doch da ist jemand. Ja, ich hab da. So. Achso, okay. Che colori! Davvero magnifico! Natürlich! So. Bei denen ist es natürlich jetzt ein bisschen blöd. Hä? Kann man hier wieder hochklettern? Normal schon, ja. Ah. What? Wer hat mich da jetzt noch gesehen? Hm? Ich nehme mal die Leiche hier. Komm zu mir. Ja, das Ding ist halt, dass es auch ultra scheiß hell ist. Komisch, dass wir das nicht in der Nacht machen. Verstehe ich wieder nicht. Warte, da ist gerade einer bei mir. Pass auf. Mhm. Da. Was? Was? Wir haben einen Verletzten. Hä? Hey, wo ist da einer? Ah, da oben. Aber wie konnte... Ja, ja. Hm. Komm, ich muss da mal mit dir rüber.
heb den mal auf, leg den da hinten mal rein. Hä? Ach, Null, da ist auch noch einer. Oh mein Gott. Irgendwie. Ja! Da ganz hinten ist einer, das ist gar nicht mal so schlecht. Den könnte man. No. Ich wüsste nicht, wo der ist. Ach, der ist da! Da, da, da. Haltet die Köpfe unten! Da ist er. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich bin im Arsch. Wenn... Sul serio, questo è il mio preferito. Se solo quel buffone di Dinelli sapesse che lo sto portando. Ich überlege gerade, ob ich da mal eine Leiche hinlegen soll und mit mit Sprengstoff. Ja, habe ich auch schon mal überlegt, aber gerade sind so viele da, die mir dann nur aufgeschreckt werden. Ah ja, ja. Passt perfekt. Come to me, come to me. Hallo? Ja, weil das irgendjemand mitbekommt, ist klar, oder? Irgendwo hinter der Mauer, dass da einer mal ganz schnell so... Fuck, Alter, ich muss wieder anders spielen, weil am Tag sehen sie dich ultra gut. Wow. Ja, am Tag ist ganz schön schwer, das stimmt. Da fehlt doch einer. Wow, Alter. Wie schaut. Wer mal. Oh, jetzt hast du es aufgeschreckt. Nein! Also ich werde gleich gesehen, du hast da aufgeschreckt. Ja, Deckung aufgeflogen. Okay. Kannst du neu laden. Du hast einfach zu schnell geschossen jetzt. Ja, aber er hätte mich gesehen, er hat gesagt, ach, ja. Probier einfach mal. Ja, und ich bin gerade zum Weil Busch ich auf gerannt. Dach, den habe ich nicht gesehen. Ich bin gerade zum Busch gegangen, ne? Und dann hast du geschossen und sind plötzlich alle, was? Und sind alle losgerannt und dann, ja. Na gut. Na, dann muss ich den nochmal markieren. Na komm her. Ich habe etwas gesehen. Also wir sollten wieder versuchen, richtig, weil eigentlich die Map, die bietet es eigentlich an, richtig, richtig leise zu spielen, muss ich sagen. Mhm. Teilweise. Natürlich blöd, wenn wir dir dann die ganze Zeit, aufschrecken, so dass sie alle auf einen Haufen sind. Gleich aufheben. Ach, da ist ein Buschka. Kann ich hier einen zu mir her? Ah, ne, halt, das sind viele. Könnte ich erwischen, wenn er jetzt dahin geht. Hat funktioniert. Aber keiner gehört. Sonst nicht mehr? Gut, muss reichen. Ach nein, es kommt da noch einer. Der geht nach oben, sehr gut. Obwohl, wenn jetzt runterschaut, wär's Katastrophe. Was war das? Was war das? Hast du das gehört? Ah, das sind wieder zwei. Das ist immer so doof, dass wenn einer was war das schreit oder sonst irgendwas, dass dann plötzlich, hä, was hast du gesagt? Ist da was? Und die dann so aufmerksam sind. Ja. Das ist manchmal echt blöd. Ich bin sicher. Ein Geräusch, genau. Du hast mich laufen gehört und jetzt komm hierher. Ein Geräusch. Ja, komm, komm, komm. Geh hin, schau nach. Was war das? Die anderen müssen sich langsam wieder beruhigen. Ein Geräusch. Ich hab da noch was gesehen.
Nein, 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 nein. Moment. So. Ich nehme einfach diese Leiche. Du hast nichts gesehen. Perfekt. Danke dir. Und eventuell komm, gleich den nächsten? Nimm noch die Leiche hin. Was war das? Ja. Komm, schau nach. Hey, warum rennen sie jetzt alle? Nee, das könnt ihr vergessen. Euch alle drei brauche ich nicht. Ja, das hörst du jetzt nicht, oder? Ja, genau, du hast was gehört. Jetzt komm hierher. Pronto. Nein. Augenblick! Ich hab da was gesehen! Ja, möchtest du jetzt nicht hingehen? Komm. Ich hab was gehört. Ja, was war das? Da haben wir noch ein Geräusch. Sieh lieber mal nach. Ist der Kopf explodiert? Was? Was ist? Ja, ich hab gerade so eine Leiche halt mit. Ja, aber da. Leider ist nur einer reingerannt. Obwohl drei daneben standen. Ich hab nicht mal eine Killcam gesehen, schade. Ne, ich hab auch keine gesehen. Alles gut. Achso. Wow, fuck. Puh, ne, vor. Heftig. Ah! So, jetzt. Das ist, wenn sie genau in dem Moment, wo du abdrückst, dass sie den Kopf so wegdrehen. Oh Mann. Heavy Deckung auf. Was? Heavy Sustain-Deck. Moment. Hä? Der hat mich. Der hat mich für eine Sekunde gesehen. Boah, wann haben wir gespeichert? Ich hab die gerade alles so schön rausgeholt. Alles gut. Passt das noch? Achso, es ist genau mit der Tellermine. Ja, das könnte noch gehen. Dann probier es gleich nochmal. Vielleicht funktioniert es ja dann. Ich habe aber eigentlich nochmal abgespeichert. Der hat es nicht gespeichert, der Sack. Da war ein Geräusch. Nein, ihr seht mich nicht. Boah, das war jetzt knapp. Deckung aufgeflogen. Ah, kannst du nochmal neu laden. Das ist gerade ein bisschen laut geschossen. Ne, ich hab nicht geschossen, die haben gerade geschossen. Ach so. Ne, die haben sich genau in dem Moment umgedreht, wo ich weggelaufen bin. Und haben alle drei mich wegrennen sehen. Ja, diesmal hat's funktioniert. Oh Gott, lol. Ich hab was gehört, eindeutig. Ja, was war das? Bleib stehen. So. Also jetzt bitte nicht auffliegen, weil jetzt habe ich wieder alle weg. Spieler gesichtet. Was? Alles gut. Okay. So, ist jetzt noch jemand hier? Nee. Sieht sauber aus, oder? Ja, jetzt haben wir es sehr gut gemacht hier. Du von der rechten, ich von der linken Seite. Wunderbar. Dann mal finde die Dokumente. 4 Stück. Kannst du oben schon mal alles durchsuchen? Ich schau mal unten.
Hab ich. Achso, hast du alle vier? Nee, nur eins. Achso. Aber hier in diesem Bereich halt. Schauen. Ist hier noch irgendwas? Achso, die und die. Ja, genau, da hinten ist noch irgendwo ein gelber. Alles klar. Dann den Offizier müssen wir noch erledigen. Aber ich glaube, das dürfte eh kein Problem sein. Die sind eh relativ nur zu dritt. Ja. So. Bist du oben, oder? Ich bin gerade oben, ich habe mir da hinten war irgendwas, sowas zum Einsammeln, deswegen. Okay. Dann gehen wir mal da lang. Wap, bap, bap, ba. Hm. Wo ist der andere? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ja. Ich glaube eher links, dass der links ist. Den mag ich noch markieren schnell. So. Ich schau mal, ob ich den anderen erledige. Dreh dich nicht um. Warte kurz. Dreht der sich um? Ah, der hat sich umgedreht. Nee. Ach. Ey, das ist, wenn es so hell ist, ist es so asozial. Du kannst neu laden. Du redest irgendwie gerade in-game. Ja, ich hab G gedrückt, sorry. Als ich mich aufgeregt hab. Ah, weißt du, du bist noch nicht ganz nah genug und dann drehen sie sich um. Und dann kannst du auch nichts machen, weißt du, weil dann fünf Leute daneben stehen. Warte kurz, da kommt gerade einer. Den will ich herlocken. Ja, aber wenn ich jetzt pfeife, kommen wieder alle, ne? So, und wer ist der jetzt? What? LOL. Und der Offizier läuft einfach weg. Alles klar? Ich glaube, der läuft wirklich weg, oder? Nee. Doch? Hä? What? Wenn ich den jetzt kill, sieht das der Offizier, oder? Ach, Mann! Neu laden? Ja. Das ist doch so scheiße programmiert, oder? Dass die da so mit Absicht irgendwie so... Rennt da weg hinter eine Ecke, bewegt sich kein Zentimeter. Der andere auch nicht, dann will ich den weghalten. Dann dreht der andere sich um, ich messe den und genau in dem Moment kommt der andere auch wieder zurück. Und wenn du da noch 10 Minuten gestanden hättest, wäre auch nichts passiert. Wie sollst du die da alle wegholzen? Da kannst du ja eigentlich nichts machen, außer alle einfach strangulieren. Also Offizier ist jetzt tot. Hat keiner mitbekommen. So. Passt. Also ist auch ironisch, weißt du, der steht hier. Da denke ich mir auch, das ist auch wieder sowas, was mich dann furchtbar aufregt. Du überlegst und du überlegst, der. Guck mal, dort wo ich stand, stand der andere. Jetzt, ne? So, hat reingeguckt. Ja. Der, wo du bist, stand der Offizier, du tötest ihn. Er. Was? Aber der andere steht mit der Sicht dahin oder so, keine Ahnung. Beispielsweise, und ich töte den anderen. Und oh, ja. Es ist in dem Spiel echt. Ja. Da kommt gerade einer. Den hole ich mir von hinten. Wow.
So. Wollen wir dann jetzt Konvoi rufen oben machen oder? Warte kurz. Oder die Leiche schnell. Soldaten töten oder. Obwohl, Matt, gehen wir runter mit Waffen zerstören und Soldaten töten, dann gehen wir da die Straße hier hoch, machen dann Artilleriegeschütze kaputt ab und. Aber wir könnten hier mal einen Stopp machen. Eine Stunde. Mhm. Sind wir wieder dran. Also. Bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Sniper Elite 4, wenn es heißt, ins Kloster eindringen. Oh yeah. Tschüss. Tschüss.